Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu Kapitel 1 der Kurseinheit 2 Strukturen und Strukturprobleme des allgemeinen Bildungssystems. In Kapitel 1 geht es um die Herausbildung grundlegender Strukturmerkmale des deutschen Bildungssystems. Das Kapitel ist historisch-chronologisch aufgebaut und beginnt unter 1.1 mit der Proklamation und Durchsetzung der Schulpflicht. Herlitz, Hopf und Tietze schreiben über diesen Prozess, dass Schule sich in den letzten 200 Jahren als Ort für Massenlernprozesse durchgesetzt hat. Diese Entwicklung ist unumkehrbar, da sie sich sozusagen verselbstständigt hat. 1717 hat Friedrich Wilhelm I. den Grundstein gelegt hierfür, nämlich mit seinem Generaledikt. Dieses Generaledikt war der Versuch, in Preußen eine rechtliche Grundlage für die Schulpflicht zu schaffen. Allerdings gab es hier noch erhebliche Probleme bei der Umsetzung. 1794 im Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten wurde erneut der Versuch unternommen, die Schulpflicht zu verankern, und hier gab es wiederum Probleme bei der Umsetzung. Allerdings wurde jetzt erstmalig unterschieden in niedere bzw. gemeine Schulen, die den Anfangsunterricht erteilten, und höhere Schulen bzw. Gymnasia, die die höheren Wissenschaften, Künste und Grundlagen für bürgerliches Gewerbe lehrten. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts, so schreiben Leschinski und Röder, haben beispielsweise 1816 60% der Kinder eine Schule besucht. In den 1880er Jahren kam es dann zur Durchsetzung der Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen. Kapitel 1.2 beschäftigt sich mit dem höheren Schulwesen, vor allem mit der Etablierung des preußischen Gymnasiums. Um 1800 kam es zu ersten Neuordnungsversuchen. Die konzentrierten sich vor allem auf die höheren Schulen. Das waren in Preußen Gelehrtenschulen, Stadtschulen, Ritterakademien und Lateinschulen. Treibende Kraft hinter diesen Neuordnungen war das 1787 gegründete Oberschulkollegium. Es befasste sich eben mit der Neuordnung des Schulwesens, hat sich das zum Ziel gesetzt. Hierunter fiel beispielsweise die Regelung der Abschlussprüfung. 1788 wurde deswegen das erste Abiturreglement verabschiedet. Darin wurde das Abitur als Abschlussprüfung für die höheren Schulen und als Testat für Studierfähigkeit festgelegt. Allerdings war es noch keine Voraussetzung, um an Universitäten studieren zu können. Es war aber Voraussetzung, um ein Stipendium zu erlangen. 1812 wurde dann das zweite Abiturreglement verabschiedet. Hierin wurde das Abitur Voraussetzung für Studiengänge, die mit einem Staatsexamen abschließen, also beispielsweise höheres Lehramt oder Justizdienst. Es wurde auch der inhaltliche Rahmen für das Abitur festgelegt, und 1834 wurde das dritte Abiturreglement verabschiedet. Hier wird das Abitur dann zur Zugangsvoraussetzung für fast alle Studiengänge, mit Ausnahme von Studien an der philosophischen Fakultät, wenn sie denn nicht zum Staatsexamen geführt haben. Es wurde auch ein Lehrplan für das Gymnasium entwickelt, und die Grundlage hierfür war der Neuhumanismus. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das höhere Schulwesen ausschließlich für Jungen, und es gab ein Berechtigungssystem. Also das heißt, wenn ein unter staatlicher Kontrolle durchgeführte Abschlussprüfung abgelegt wurde, dann garantierte dies den Zugang zu einer Ausbildung an den nachfolgenden Institutionen. Das Bildungskonzept beruhte auf der allgemeinen Bildung, und das grenzte sich eben von der beruflichen Bildung ab. Punkt 3 beschäftigt sich jetzt mit dem niederen Schulwesen, und da wurde dann eben die Bildungsbegrenzung zum Prinzip. Also das niedere Schulwesen hat bei diesen Neuordnungsversuchen nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt wie das höhere Schulwesen, und hier ging es vor allem um landesherrliche Interessen. Was heißt das? Das heißt, dass die Menschen durch herrschaftskonforme Glaubenserziehung zu christlichen Untertanen herangezogen werden sollten, und es gab deutliche Abgrenzung zum höheren Schulwesen. In den 1820ern schreibt Beckedorf darüber, über diese Gründe für die Abgrenzung, dass die Menschen eben durch Bauern-, Bürger- und Gelehrtenschulen auf ihre Aufgabe im Leben vorbereitet werden. Allerdings soll Glauben und Sittlichkeitserziehung für alle Menschen gelten.
Ja, jetzt diese Bildungsbegrenzung, was heißt es? Es kam nach 1848, nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution, zu einer Verschärfung der Bildungsbegrenzung. Und 1854 wird in den Stilschen Regulativen darauf eingegangen, und zwar ist der Unterricht beschränkt auf oder soll beschränkt sein auf elementare Kultur, Technik und Religion. Der Stil schreibt auch über diese Ausbildung der Volksschullehrer, dass die eben fromm, treu, verständig und dem Leben des Volkes nahe sein sollen. Also es soll alles, dieser ganze Unterricht soll auf Grundlage des Glaubens passieren, der Volksschullehrer soll keine Experimente machen und einfach diesen braven Untertan, braven christlichen Untertan heranziehen. Punkt 4, hier geht es um das mittlere Schulwesen, das sich an Praxisbezogenheit und Nützlichkeit orientiert hat. Im 19. Jahrhundert kam es eben zur Entstehung dieses mittleren Schulwesens und hier ist die Grundlage der Aufklärungsgedanke. Es steht eben zwischen höherem und niederem Schulwesen, wie der Name schon sagt, und es ist sehr auf Anwendbarkeit orientiert. Also es wurden Fächer unterrichtet wie Mathematik, Mechanik, Ökonomie und moderne Fremdsprachen. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde diese mittlere Bildung an Schulen vermittelt, die eben nicht das Abitur vergeben durften. Und ab circa 1850 kam es zu einer wachsenden Nachfrage des Beschäftigungssystems, eben weil dieser Industrialisierungsprozess in vollem Gange war. Kapitel 1.5 beschäftigt sich mit den Modernisierungstendenzen, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgetreten sind. In dieser Zeit war das Schulwesen in Preußen den aktuellen gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Entwicklungen nicht mehr angemessen. Deswegen kam es eben zu diesen Modernisierungsbestrebungen. 1900 wurde im allerhöchsten Erlass neue Gymnasialtypen geschaffen, das heißt, dass diese Typen auch die volle Studienberechtigung vergeben durften. Wir erinnern uns, bisher gab es eben dieses neuhumanistische Gymnasium mit der Sprachenfolge Latein, Griechisch, Französisch. Und daneben entstand jetzt das Realgymnasium mit einer neusprachlichen Ausrichtung der Sprachenfolge Latein, Französisch, Englisch und die Oberrealschule mit einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausrichtung und den Fremdsprachen Französisch und Englisch. 1908 erhielten nun auch Mädchen Zugang zu abiturführenden Schulen. Bisher war es so, dass sie höhere Töchterschulen besucht haben, die sie eben zur bürgerlichen Hausfrauen ausbilden sollten. Im niederen Schulwesen war es so, dass viel koedukativ unterrichtet wurde, aber eben in diesem höheren Schulwesen, da war es so, dass Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet wurden. Deswegen wurden ab 1908 Oberlyzeen geschaffen, an denen Mädchen dann auch das Abitur erwerben konnten und den Zugang zur Universität damit erhielten. Wurden allgemeine Bestimmungen verabschiedet und das war so die Lockerung dieser Bildungsbegrenzung. Also es gab jetzt mehrklassige Volksschulen, kleinere Lerngruppen und vor allem ein neuer Lehrplan für die Volksschule. Dieser Lehrplan war jetzt auch an die Anforderungen der Industriegesellschaft angepasst. Es hat sich Ende des 19. Jahrhunderts auch ein duales Berufsbildungssystem herausgebildet, also damit eben Lernort Betrieb im Handwerk, in der Fabrik und im Handel und der Lernort Schule, was noch nicht zwingend vorgeschrieben war. Die Dauer war hier so gewöhnlich 3 Jahre und der Abschluss erfolgte durch eine Prüfung vor der Handwerkskammer. Wir müssen uns allerdings hier vergegenwärtigen, dass die duale Berufsausbildung vorerst nur von einem kleinen Teil wahrgenommen werden konnte und der Rest wechselte nach der Schule einfach in die Erwerbsarbeit beziehungsweise in die häusliche Arbeit, also das, was wir so als ungelernte Arbeiter kennen. Die preußische Schule am Ende des Kaiserreichs und so auch vergleichbar in anderen deutschen Ländern. Ja, was ist da entstanden? Gab inzwischen eine Schulpflicht, es gab eben diese verschiedenen Schultypen, Gymnasien, Lyzeen, Mittelschulen, Volksschulen und es gab an die Anforderungen der Zeit angepasste Lehrpläne. Daneben hat sich eben auch dieses, wie gerade erwähnt, duale Berufsbildungssystem entwickelt. Ja, kommen wir zur Weimarer Republik
Und zwar beschäftigt sich Kapitel 1.6 mit dem Übergang vom Stände- zum Leistungsprinzip. Hier sehen wir die Schulstruktur, wie ich sie gerade erläutert habe, vor 1919. Die baut natürlich sehr stark noch auf dem Ständeprinzip auf, was man hier auch vor allem daran sieht, dass die Mittelschule und das Gymnasium eigene Vorklassen haben. Also man hat es strikt getrennt von den Arbeitern und Bauern, die in der Volksschule unterrichtet wurden, haben die eben ihre eigenen Dinge gehabt. Und hier parallel zum Gymnasium gab es natürlich entsprechende Mädchenschulen. Ja, eben hier die Schulstruktur nach 1919. Hier ist vor allem 1919, 1920 der Weimarer Schulkompromiss zu nennen. Der hat nicht viel geändert, aber es ging hier vor allem um den Religionsunterricht. Hier wurden Simultanschulen zum Regelfall. Simultanschulen heißt gemeinsamer Unterricht der Konfession und das eben dann beim Religionsunterricht getrennt wird. Es gab aber daneben auch Bekenntnisschulen, also das heißt Schulen, die auf katholisch oder evangelisch ausgelegt waren, und bekenntnisfreie Schulen ohne Religionsunterricht. Die zweite Änderung beim Weimarer Schulkompromiss ist die gemeinsame Grundschule für alle Kinder. Also das sieht man hier auch in diesem großen Block. Eben diese gemeinsame Volksunterstufe, wo jetzt alle Kinder gemeinsam 4 Jahre lang die Schule besucht haben. Und danach nach Leistung auf die verschiedenen Schultypen aufgeteilt wurden. Weil diese Volksschulunterstufe jetzt bis zur 4. Klasse ging und die Mittelschule und das Gymnasium an ihrer Zeit festhalten wollen, hat sich das jeweils um ein Jahr verlängert. Ja, ein kleiner Exkurs nur unter 1.7 in die ideologische Ausrichtung der Schulen im Nationalsozialismus. Ja, die Schulstruktur der Weimarer Republik wurde so übernommen, allerdings wurde sie ergänzt um zwei Schultypen, die nationalpolitische Erziehungsanstalten und die Adolf-Hitler-Schulen. Da in diesen Schulen ging es vor allem darum, den Na nationalsozialistischen Führungsnachwuchs zu schulen. In den schulischen Inhalten gab es große Veränderungen, und zwar kam das rassistische Ausleseprinzip dazu, dass eben bestimmte Kinder nicht mehr die Schule besuchen durften. Es gab eine Bildungsbegrenzung für Mädchen und Frauen. Beispielsweise durften nur 10% aller Erstsemester weiblich sein. Und ganz klar, die Lehrpläne und Schulbücher wurden natürlich im Sinne der Ideologie überarbeitet. 1.8 Schule nach 1945. 1945 haben die Siegermächte im Potsdamer Abkommen die Demokratisierung des deutschen Bildungswesens gefordert. Und zwar schreibt die Zur-Kommission über das Bildungssystem von Nazi-Deutschland, dass eben einer kleinen Minderheit große Überlegenheit vermittelt wurde und dass der Mehrheit dieses Minderwertigkeitsgefühl vermittelt wurde. Und also diese Grundlage hat eben dieses autoritäre Führungsprinzip möglich gemacht. Zur-Kommission schreibt auch über die Trennung in den höheren Schulen, dass hier keine Möglichkeiten für ein gemeinsames Schulleben gibt, dass das damit auch keine gemeinsamen sozialen bzw. kulturellen Erfahrungen gibt und dass durch dieses Schulsystem das Klassensystem verstärkt wird. 1947 schreibt deswegen der Alliierte Kontrollrat Grundsätze für die Demokratisierung des deutschen Schulwesens vor. Darum geht es vor allem um Schulgeld und Lehrmittelfreiheit. Das vertikale Schulsystem wird abgelehnt und es kommt zu einer Überarbeitung der Curricula. Und darum geht es vor allem um die Erziehung zur staatsbürgerlichen Verantwortung und zu Demokratisierungsbewusstsein. Hier nochmal ein kurzer Exkurs in die Entwicklung der Schulstruktur in der DDR. Hier gibt es eine Grafik im Studienbrief. Schaut euch die einfach an. Die wollte ich jetzt nicht abmalen, weil ich es jetzt nicht für sonderlich wichtig hielt. 1946, 1959 und 1965 gab es verschiedene Gesetze, die schließlich die verschiedenen Schultypen zur polytechnischen Oberschule und zur erweiterten Oberschule vereinten. Die polytechnische Oberschule, die hat alle Kinder von Klasse 1 bis 10 gemeinsam unterrichtet und die erweiterte Oberschule hat alle Kinder von Klasse 11 bis 12 unterrichtet. Und das war die Vorbereitung auf die Universitäten.
Natürlich war auch hier der Schulalltag orientiert an der sozialistischen Ideologie. Und nach 1989 hat dieses Schulsystem der DDR sich an das Schulsystem der BRD angepasst. Ja, auch in der BRD hat sich einiges getan. Und zwar wurde das gegliederte Schulsystem aus der Weimarer Republik wieder hervorgeholt. 1955 im Düsseldorfer Abkommen wurde eben beschlossen, dass die Schulstruktur aus der Weimarer Republik übernommen wird. Und 1959 nennt der Deutsche Ausschuss dafür auch Gründe. Und zwar, dass wir eben unterschiedlich begabte Kinder haben und dass es eben unterschiedliche Anforderungen der Gesellschaft bzw. Wirtschaft gibt. 1955 schreibt der Weinstock in seinem realen Humanismus, der beschreibt das Ganze als Bild einer Maschine. Und zwar gibt es da den einen, der sie bedient, der sie repariert und verbessert und der sie entwickelt, konstruiert. Das heißt im Umkehrschluss, dass es eine große Hauptschicht dieser ausführenden Arbeiter gibt und eine kleine Gruppe der Entwerfenden. Dazwischen gibt es dieses Zwischending, was eben repariert und verbessert, die vermitteln zwischen diesen beiden Gruppierungen. Ja, das Ganze ist eben ein Bild für unser dreigliedriges Schulsystem. In den 1960ern entsteht aus der Ungleichheitsdebatte auch eine Diskussion um Schulreform. Gründe waren hier ökonomische Aspekte. Da ging es vor allem um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung der Bildungsproduktion und um demokratische Ansprüche. Hier geht es eben um die Ungleichheit der Bildungschancen und hier wird immer dieses Bild des katholischen Arbeitermädchen vom Lande genannt. Also das war zu dieser Zeit der absolute Bildungsverlierer, also bezogen auf Konfession, Schicht, Geschlecht und Religion. Heute ist es, glaube ich, der türkischstämmige Junge ist, glaube ich, inzwischen der größte Bildungsverlierer bei uns im Schulsystem. Ja, in einigen Bundesländern wurde aufgrund von diesen Diskussionen der neue Schultyp der Gesamtschule eingeführt. Allerdings wurde der ergänzend neben die bereits bestehenden Schultypen eingeführt. Es kam eher zur Reform innerhalb des strukturellen Rahmens, und zwar 1964 im Hamburger Abkommen wurde die Schaffung der Hauptschule beschlossen. Also die trat dann an die Stelle der Volksoberstufe. Es war damit eine selbstständig weiterführende Schule der Sekundarstufe 1. Die Schulzeit wurde auf 5 Jahre ausgedehnt. Es wurde durch Fachlehrer Fachunterricht erteilt und es kamen die neuen Fächer Englisch und Arbeitslehre hinzu. 1972 hat die Kultusministerkonferenz eine Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe getroffen. Und zwar ging es auf den Aufschrei der Universitäten zurück, dass die Abiturienten nicht mehr ausreichend studierfähig seien. Gymnasien wurden enttypisiert. Es gab also nicht mal dieses humanistische, neusprachliche und naturwissenschaftliche Gymnasium, sondern es wurde jetzt ein Kurssystem in der Oberstufe geschaffen, wo die Schülerinnen und Schüler sich nach ihren Neigungen und ihren Interessen diese Kurse zusammenstellen konnten. Und es soll halt mehr den Arbeitsformen an den Universitäten entsprechen. Ja, so sieht unser Schulsystem seit 1969 aus. Mehr oder weniger, also in manchen Ländern gibt es ja erst seit kurzem eben diese Gesamtschulen. Und jetzt eben auch mit Abitur, mit dem G8 bis Klasse 12 eben. Hier die Checkliste zu Kapitel 1. Ja, was ist passiert, bis die Schulpflicht durchgesetzt wurde? Was gab es hier für Einflüsse und Rechtsgrundlagen? Wer hat die wann verfasst? Was könnt ihr sagen zur Neuordnung des Schulwesens? Was gibt es zum niederen Schulwesen, zu höherem Schulwesen und zur Entstehung des mittleren Schulwesens zu sagen? Was hat es mit den Modernisierungstendenzen Ende des 19. Jahrhunderts auf sich? Was versteht man unter dem Weimarer Schulkompromiss? Wie war die Schule in Nazi-Deutschland aufgebaut? Und schließlich, was gab es dann für Neuerungen nach 1945, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR?